Hallo und willkommen zu Part 138 mit Dilection Titanium. Part 38 eben, los geht's. Wir sind gerade eben in der Mal Domsi Ino Schrein und wir gehen weiter eben mit dem Soradorf. Also, vielleicht machen wir heute die Quest weiter, die Story weiter, mal schauen, einfach mal, was sich so ergibt heute noch. Aber vielleicht schauen wir heute mal nach, ob wir die Quest schaffen, also die Hauptquest, also die Story weiter voranbringen. Und ja, ich muss auch noch Herzen holen eben, obwohl ich habe noch zwei Herzen, könnte ich mir auch noch holen. Jetzt schauen wir erstmal hier, okay? Weil ich glaube, hier war auch der verdammte Griok, der mich besiegt hat. Und der gestern, glaube ich, irgendwo dieses komische. Da unten ist der Rio, okay. Ne, das wäre mir jetzt eigentlich. Wo gehen wir hin, ist die Frage. Was ist noch zu machen? Also hier wäre so ein Schrein noch eben. Da wären ein paar Crocs eben noch oben. Und doch, der Story ist ja noch zu was erledigen. Aber hier, ich glaube, wir sind so ziemlich durch hier. Was da oben noch ist, weiß man nicht. Und wir müssen auch nicht danach hin. Und wir sind auch nicht mal der Crocs noch eben, bei von Hyrule. Ach, weißt du was? Wir gehen hier ein bisschen rum und schauen auch, ob wir irgendwas mit der Story machen können. Also hier ist kein Krog, wie es aussieht. Ich komme jedenfalls nicht drauf, wo es sein soll. Ach nee, der ist ja da hinten. Der ist ja da hinten, ist das Problem. Warte, ist da ein Krog? Oder warum ist hier sind die Bäume? Vielleicht ist hier ein Baum, ist ein Krog, ich weiß auch nicht. Weil es ist ja schon sehr auffällig, dass hier jetzt die Bäume rumstehen. Aber man kann ja kaum blättern, das ist das Problem. Ich weiß auch nicht wirklich, ob hier ein Krog sein soll, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist eine Truhe drin. Also schon mal was Wichtiges gefunden, aber schon mal hier, glaube ich, auch schon mal was. Und darin ist ein Königsschild. Und das wäre schon mal ein gutes Schild, weil das ist sehr stark. Das ist echt ein gutes Schild. Also Königsschild, bin ich dabei. Aber ich glaube, ist hier ein Krog. Ich weiß nicht, auf welchen der Bäume eben. Da ist die Frage eben. Nee, da ist kein Krog, oder? Ist da ein Krog? Ich weiß nicht. Du kannst ja nur irgendwie darauf eben und da ist ja gar nichts gefühlt. Ich gehe weiter, ist kein Krog. Weiß nichts, dann wirklich wieder aufs Tür weiterfahren, weil hier aktuell ist eben nichts. Ich finde aktuell gar nichts gefühlt. Ja, ich glaube, wir gehen selbst darüber, obwohl da hinten ist irgendwas. Ja gut, da ist ein Schrein. Wo ist denn der gefühlt? Der ist da hinten. Obwohl, ich weiß nicht, ist ja noch ein Krog oder so, oder? Aber ein Baum ist doch ein Krog. Okay. Ach, das ist wie so ein Baum. Es ist kein normal. Es ist wie so ein Baum. Ich habe eine Axt, okay. Es ist eine Axt, okay.
haben auch bei dir geguckt, wenn ich nicht sicher bin, das einzumachen. Ich weiß auch nicht, ob der Fox Sensor ich bin. Ist doch nichts, oder? Nur Steine und nichts weiter. Nee, das Auto ist eigentlich so ein bisschen daran, weil ich nicht weiß, ob hier was ist, sein soll oder nicht, was sein soll. Ring ist zwar rein, aber ich habe irgendwie auch aktuell, glaube ich, nicht die Chance, gegen die Gegner zu kämpfen, oder? Ich wäre noch nie drin eben. Ich weiß eben nicht, was mich da erwarten würde, da hinten an dieser Tür. Wollten auf alle Fälle schon was machen, falls wir umgehen, aber ich möchte eigentlich schon mal wissen, was da eigentlich überhaupt drin ist in diesen Gängen da, wo man da reinkommt. Heißt, vielleicht jetzt mir mein Stave-State hier mal speichern hier ab und dann weiß auch nicht. Was ist da eigentlich drin, wenn ich fragen darf? Entdeckt. Höhle an der Akala-Festung. Okay, Akala auch eben. Die Frage ist eben hier jetzt, ob ihr hier, ob was hier auf uns wartet. Leuchtsteine haben wir schon mal hier. Ich glaube auch wirklich, dass es nicht so einfach sein wird. Vielleicht ist hier auch ein Boss. Ich weiß gar nichts. Und ich dachte, Ruhe. Ach, das sind diese Viecher wieder. Diese komischen. Haben einen guten Bogen. 12. Diese Viecher, die einem gefühlt. Ja, wenn die eben. Okay, das scheint nicht so schwierig zu sein, wie es aussieht. Haben wir eine starke Waffe dabei? Ja, da haben wir die Waffe eben, ja, diese Axt. Okay, hat er eigentlich eine. Habe ich den schon grafiert eben schon mal? Okay, habe ich schon. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Wo ist der denn? Ach, danke, dass du ihn runterholst. Das war's auch schon mit dem Typen, der hat Ende im Gelände. Wo sind jetzt die anderen? Mann, die hängen irgendwo rum und ich sehe sie nicht. Hallo, wo bist denn du jetzt? Ist er schön gut, aber wo ist der Typ? Er ist irgendwo da oben. Mann, ich treffe nicht. Bleib doch mal stehen da oben. Yes. So, du Nichtsnutz. Weg mit dir. So, eigentlich können die nichts. Sie können wahrscheinlich öffnen, aber sonst nichts eben. Aber wo ist jetzt der Typ noch? Der letzte. Wo ist der jetzt Typ noch? Wo ist der? Der ist da oben. Der ist da oben irgendwo. Ich muss aber irgendwie zu ihm raufkommen, wie es aussieht. Also gut, wir kommen rauf zu dir. Weil du sonst irgendwie da oben bleibst und Steine wirfst und irgendwie nichts machst, außer Steine werfen. Du Lulatsch. Ja, das war's auch für dich auch schon mal. Und das war's auch schon mit allen. Das waren ja wirklich nichts Nutze. Okay, dann habe ich, glaube ich, da muss ich da mal mit reingehen. Also wir haben jetzt das abgeschlossen, oder? Da gibt es auch wieder diesen Leuchtpilz. Gibt's ja auch wieder. Okay. Was ist da oben? Also eigentlich war es immer so schlecht, hier hochzugehen. Wir haben ja auch einen Leuchtsamen und auch ein bisschen Wild zum Kochen, also zum Heilen. Also so sinnlos war es jetzt nicht, da hinzugehen. Und wir haben einen schönen Kampf gehabt, wo ich Ihnen mal zeigen konnte, dass ich nicht wirklich schlecht, dass ich nicht so schlecht bin in Zelda. Weiß nicht, ist da oben auch noch was? Runden wir einfach mal die Höhle. Alles schön einsam, was jetzt ist. Aber ich glaube, da oben ist nichts. Ist da was? Ich weiß nicht. Wir sollten jetzt erstmal die Truhe holen. Wir sollten jetzt erstmal den Inhalt der Truhe holen, bevor wir irgendwas machen, weil sonst vergesse ich es noch. Und dann. Nein, ich wollte es nicht anklicken. Und was kriegen wir jetzt dafür? Kriegen ein Langstock mit Gartenschwert. 26. Hm, ja, gut, das ist stärker als diese 19 Waffe. Also, ich meine, ich scroll dafür weg.
Ja, aber irgendwie, also der Schatz ist ja schon der größte Blödsinn. Das war wirklich schlechter Schatz. Ist da oben eigentlich noch was oder ist das komplett irrelevant? Weiß nicht, was ist da oben? Scheint jetzt nichts Wichtiges zu sein. Ach, schade, ich dachte, da wäre irgendwas Wichtiges. Da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Anzimmer Daten. Was haben die jetzt in so einem Datenschwert eigentlich jetzt dauernd? Nee, das brauche ich nicht. Was ist da hinten? Nichts, oder? Weiß nicht, geht's hier noch? Ich glaube, das haben wir auch wirklich komplett erforscht. Obwohl da oben ist jetzt noch irgendwas. Oh nee. Diese Viecher. Also irgendwie, was geht's hier jetzt weiter? Okay. In dieser Höhle geht's weiter. Ich habe mich aber auch, was jetzt auch noch zukommt. Sieht man doch noch einen Boss zu Gesicht oder was ist hier los? Ja, wo kommen wir jetzt raus, ist die Frage. Wo kommen wir jetzt raus? Also, da war ich. Gibt es irgendwas Wichtiges hier nach oben? Nee. Aber wozu, wo können wir jetzt eigentlich raus, ist die Frage. Wir kommen da raus. Also, warte. Ach so, gut, das war jetzt. Ach, gut, wir haben, glaube ich, alles erkundet, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, ich weiß, da waren wir schon. Haben noch eben noch einen Schrein, den noch über Knie noch markiert habe eben. Und den würde ich noch machen, vielleicht, den Schrein. Genau, der ist da hinten. Und wir haben auch, glaube ich, noch diesen Stallendeck, das glaube ich, haben wir noch nicht gemacht. Aber also man kann auch den Stall gleich mal eintragen auf der Karte. Stahl von Dieter Kalle, okay. Hat der auch irgendeine Quest für uns offen oder so? Wenn wir schon mal da sind, können wir auch Quests annehmen, vielleicht, wenn irgendwelche da sind. Also ist irgendwer hinterm Stall, okay. Oder wir gehen zum Schrein, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Gehen wir erstmal zum Schrein. Dann haben wir schon mal eine Sache eben, wo man es auch zum Schrein. Gestaltet, demonstrieren können wir uns hier hin, wenn wir wieder hin wollen. Och nee. Lauf, Grog, wo bist dein Freund? Ach, der ist da hinten irgendwo. Ach komm, das ist ja ich, halt weg. Aber ich nehme dich mit. Es ist zwar ewig weit weg, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Außer er ist irgendwo oben. Also jetzt roll nicht so weit weg. Diese Crocs, ey, so echt, Mann. Diese Lauf-Crocs sind der größte Blödsinn gefühlt. Okay. Weiter ist da kurz schon mal eine Ebene, jetzt machen wir weiter eben. Aber das Problem ist, könnte es sein, dass hier jetzt irgendwie auch Gegner auf dem Weg sein könnten. Aber war schön, die Höhle zu erkunden, muss man sagen. Die Höhle war echt nicht schlecht, aber der Preis dafür war eben ungerecht. Es war so ein Preis eben, den kannst du eigentlich komplett wegschmeißen, den Preis. Und ich glaube, auch hier haben wir Probleme jetzt. Diese Quests mit den Schrocks sind zwar ein bisschen cool, aber irgendwie auch wiederholt sich das Ganze auch irgendwie schnell. Du musst eben nur von A bis B laufen, mehr nicht. Ja, wie willst du jetzt da hinkommen? Der Typ ist ja irgendwo nirgendwo. Ich hoffe jetzt nur, dass wir auf den Gegner treffen. Das Problem ist jetzt auch, dass wir jetzt nichts sehen. Alter, wo ist jetzt die Stelle? Ach, die ist da, okay.
Da ist die Stelle, okay. Da ist ja auch dein Freund. Okay. So, gib bitte den Samen und fertig. So. Hätten wir es auch schon geschafft. Rüstgras, Schleichling. Alles mitnehmen, Rüstgras. Der Schrein ist da oben, okay. Weiß auch nicht, ob ich mir die alten zuerst zocke, aber so ist es wie so auch, dass die alten Zelda eben anders sind als BTW und TTK eben. Bei TTK und BTW sind da wirklich andere Zeldas eben, weil die viel offener sind, wie einstiegsfreundlich eben. Anderes, die alten Zeldas sind eben Problem des alten Zeldas eben, also ich finde eben, die haben nicht so gut Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt eben, ja, dass du eben schon ein bisschen viel machen musst. Bei Zelda TTK und BTW kannst du so viel machen eben, in kurzer Zeit eben auch, und du kannst da wirklich Zeit lassen, während die anderen Elders eben das Problem haben, dann musst du eben was schaffen, der Zeit kannst du über speichern eben, du kannst nicht alles machen, du musst greifen, du kannst nicht alles machen, wie du willst, also, ja, also, ob ich die alten Elders jemals spielen werde, die alten Elders, das ist fraglich, weil, wie gesagt, die sind nicht so einfach zu bewältigen, wie jetzt die KBTW eben in einem Let's Play. Also, ich mach mal den Schrein mal eben erstmal, dann ja. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal an, was zum Schrein, was dem Stein noch so ist. Aber jetzt erstmal machen wir den Schrein. Das ist der. Maya Zi Ti Ding Schienstein. Was ist das für ein Name schon wieder? Okay. Ja, dann mal da rein. Und schauen hoffentlich, dass es kein Tutorial-Quack, Tutorial-Schrein ist, weil die hasse ich. Ach doch, es ist schon wieder ein verdammter Tutorial-Schrein. Ach komm, das kannst du mir doch nicht wieder antun. Ach, das ist so ein. Ach, das hier, es ist so ein Werkzeugquest. Ach so. Ach nee, das kann ja was werden, wenn wir wieder kein Werkzeug haben und komplett nackt, also komplett nichts haben. Oh nee, das ist echt ein bisschen. Okay, das sind. Haben wir nicht mehr Waffen hier oder sowas? Nee, wir kriegen nur diesen Stock und mehr nicht. Das ist ein Schrein, der kann natürlich aber echt nicht einfach werden, weil wir haben hier vorne nur diesen komischen Stock und der ist echt nicht scheit, er ist echt nicht grob, wir haben nicht mal einen Pfeil, Bogen oder sowas. Was ist das für ein Zeug? Also die fahren eben, okay. Was bringt mir das? Ach, das, damit kann ich die verletzen, ach so. Ich kann ihn damit verletzen, ach so, pff. Das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch, das stabilisiert sich einfach. Das ist ja praktisch, also ehrlich, Mann, das stabilisiert sich einfach. Was ist das für ein Blödsinn? Ich könnte eigentlich hier stehen bleiben und nichts machen, weißt du? Obwohl, jetzt kommt es rauf, ist das Problem. Nicht dachte ich, dass die Ibis zu besiegen. Aber so ist eigentlich nicht so schwierig. Oh nee, dazu kommen mehr Konstrukte. Aber das Teil besiegt die einfach. Ach, das ist ein Panzer, oder? Wenn ich da jetzt draufsteige. Ich kann es eben nicht steuern, oder? Das ist das Problem. Haben wir denn vielleicht eine Steuerungseinheit dabei? Nee. Ich kann sie eben nicht steuern, das ist das Problem. Die Teile ist das Problem. Aber zum Prügel, das Problem ist eben, das sind mehrere Konstrukte sind hier. Lassen wir das Teil in Alt machen.
besten wäre es ja auch nach unten hier mit. Wir können eben nicht auch mehr machen. Wir müssen diese Teile, glaube ich, nutzen, um die zu besiegen. Anders kommen wir gegen die nicht an. Aber die machen echt guten Job, muss man sagen, die Teile hier. Da muss man nicht viel machen. Das Problem ist eben, ich habe selber kaum Waffen, ist das Problem. Ich habe nur diesen verdammten Stock und dieses Alpha-Krieger-Klinge eben, aber keinen Bogen, um die zu besiegen. Die Teile machen sehr viel Schaden, aber das Problem ist eben, dass die jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, und das ist, wenn der jetzt wieder ins Spiel kommt. Ach nee! Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Er ist zwar ein Bogen, aber der bringt mir auch nicht viel, weil ich habe keine Pfeile. Oh, der hat Pfeile, ist es gut. Der hat Pfeile. Und wo ist die Waffe von den Typen jetzt hin? Ja. Langer Stock mit Ast. Ach nee, wir haben schon die halbe Stunde verbraten. Aber das ist jetzt durchaus wichtig, eben, dass wir jetzt Pfeile haben. Komm, die besiegen wir noch. Yes. Nee, dass ich besiegt, das Scheiße. Ich habe nur so wenig Herzen, ist das Problem. So, wir haben die Typen. Das Problem ist eben, wir haben noch ganze Zeitkonstrukte. Hier ist das Problem. Wir können uns eben auch nicht heilen, ist das Problem. Aber schöne Spiele haben wir den Panzern eben auch. Ja, da oben ist noch so ein Vieh, aber alles andere ist unwichtig, die beiden. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Ach du Scheiße! Okay, das war dumm. Irgendwie war das, glaube ich, dumm, das zu machen, weißt du? Der Schrein hat echt in sich, aber das Problem ist eben, du kannst eben da kaum was machen. Weil du hast kaum Waffen, die du da kombinieren kannst. Das wird ein Schrein werden, den ich nicht so einfach belegen kann. Und du darfst eben auch nicht zu viel verbrauchen, also du darfst nicht so viel einstecken. Am besten mit den beiden Sachen. Am besten beide losschicken. Aber ich weiß eben noch nicht, wie die steuert, die Teile, was die machen. Gutbier ist eben auch, weiß nicht, kann man den nicht irgendwie kombinieren? Nee, kannst nicht kombinieren, okay. Das Problem ist eben, du kannst diese Teile nicht steuern eben. Die fahren eben auch nur, wenn die... Warte. Also ich kann die eben... Oh, das ist jetzt alles... Das ist eine gute Idee, das zu machen. Und die Waffe ist zwar halt stärker, aber das Teil ist eben weg. Oder ich lasse sie einfach die Art machen, das kann ich auch machen. Das Problem ist nur, es dauert dann sehr lange. Wenn ich hinten stehe, kann ich mich eigentlich nicht angreifen, oder? Wenn die hinten jetzt alle stehen, dann kann da eigentlich da keiner angreifen, oder? Wenn ich die jetzt alle kämpfen lasse, dann müssten die eigentlich das Teil irgendwann besiegen.
Obwohl, nee, das haut irgendwann, das geht irgendwann kaputt. Weiß nicht, wird das austreiben und besiegen, ist die Frage. Das glaube ich, das mit nicht viel. Aber besiege ich die alle? Das sind ja viel zu viele, um sie besiegen zu können. Und ich habe ja bloß auch noch Idiot das Teil liegen lassen eben. Weiß nicht, werden die davon überhaupt besiegt, ist die Frage. Ja, das Problem ist eben, die kommen irgendwann dahinter eben. Wie soll ich die besiegen? Ich frage mich eben schon, wie du die Typen besiegen sollst, alle. Wo hast du eine Störungszeit vielleicht auch da? Nee, bis jetzt nicht, okay. Na, das Problem ist eben, dass der Typ oben mit Stein wirft. Haben wir überhaupt eine Waffe da, die stark genug ist? Sehr gut, wir haben dieses Siebner-Schwert da. Obwohl, der hat nur Waffen, der hat nur einen Pfeil, er hat nur einen Bogen. Das wird jetzt eigentlich nicht, dass dieser Idiot mich trifft. Ich habe eben kein Schild, das ist das Problem. Ich kann nichts abwehren. Und der macht auch so Wisch. Meine ich eben, der macht so viel Schaden, dieser Typ. Und du kannst dich eben auch nicht heilen, ist das Problem. Wie machen wir das bloß? Wir können die ja kaum besiegen. Die sind viel zu stark alle miteinander. Was ist das eigentlich? Obwohl, die sind alle in diesen Dingen, die sind jetzt alle in das Eck eingepfercht. Mann, diese Reichweite ist wirklich der größte Blödsinn, weißt? Der Reichweite dieses Quantending ist echt der größte Blödsinn, weißt? Weil ich kann die zwar jetzt alle besiegen damit, aber das Problem ist eben, diese Kugel kommt eben nicht mehr in Reichweite. Weil das Gute ist eben, sind jetzt alle eingepfercht da hinten, aber ich kann sie eben nicht angreifen, ewig lang.
Da hat auch so ein Panzerteil. Wie besiege ich die bloß? Die sind ja alle da unten angefertigt, aber ich kann sie nicht irgendwie. Ich komme ja dann nicht mehr zu den Kugeln hin. Und der Schrein da jetzt auch schon zu lang ist das Problem. Aber die sind jetzt alle da eben. Was ist das eigentlich für ein Teil? Habe ich irgendwas, was ich in die wenden kann? Eben nicht. Da besiegen sich irgendwie selber, aber ich muss irgendwas holen. Ich muss irgendwelche Kugeln holen oder so. Ja gut, das Teil ist eben noch da. Als einziges Panzerteil. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Wird mir auch nicht viel. Ja, wenn die immer besiegt werden würden davon. Aber ich kann die Kuh eben noch nicht greifen. Wenn ich da hingehe, sehen mich alle ja eben. Ja, und werf mit Steinen, das ist das Problem. Ich komme nicht mal in die Teile ran, das ist das Problem. Und die werfen auch mit Steinen, das ist das Problem dann auch. Ach du Scheiße, ist er noch so ein. Der Typ ist ja auch noch da. Der Typ ist ja auch noch da. Mann, es haut nicht hin. Das haut nicht hin, sage ich euch. Das ist viel zu schwer. Das ist echt zum Schreien eben. Der ist aktuell, glaube ich, nicht machbar. Oder ich stelle mich einfach nur zu dumm an. Weil das Problem ist eben, die Schülerei mit den zwei Panzern ist zwar schon gut, aber du kannst sie eben nicht steuern, die Panzer eben. Du kannst sie eben nicht steuern, ist das Problem. Du kannst sie eben nicht steuern, die Panzer, ist das Problem. Du kannst sie eben nicht steuern, ist das Problem. Und du hast eben auch kein Schild, das ist das Problem. Der Typ geht da nach oben. Bei der ersten ist ja kein Problem, der hier. Der ist ja kein Problem. Der erste ist ja kein Problem. Aber ich weiß nicht, wie man diesen Schrein schaffen soll, ehrlich gesagt. Das Problem ist eben, wir haben kein Schild. Obwohl, ich habe eine Idee. Die Dinger können nicht fliegen. Was wäre, wenn ich sie einfach hier irgendwie einschließe? Das sind nur zwei Teile, die reichen dafür nicht aus. Ach komm, ich muss das auch irgendwie schaffen, die zu besiegen. Ich muss doch irgendwie schaffen, die zu besiegen. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich das nicht schaffe. Wenn ich die jetzt einfärche. Nee, das fällt ja um, das Zeug. Das fällt ja blöderweise jetzt um, das Zeug. Das bloß hin, dass die mich jetzt nicht bemerken, ist das Problem. Weil das Problem ist eben, die da oben auch sind. Ich habe eben auch kein Schild, ist das Problem. Erst wenn ich muss mich da unten wieder verlassen, auszuweichen.
Weil ich kann die unmöglich mit diesen Drohnen besiegen, mit diesen Panzern besiegen. Die bringen nicht viel. Aber es wäre eben gut, den Typ mit dem Pfeil zu besiegen. Der hat Pfeile. Das Problem ist eben, der fährt jetzt nach unten. Das ist ob von Teilen, ich fragen darf. Was macht das? Ach, das... Oh nee, das macht irgendwas mit dem... Okay, das macht einfach mal einen Haufen Schaden. Das Teil. Warte, haben wir das nicht irgendwie... Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Das Ding, ich hätte das eigentlich auf dieses Teil setzen sollen. Ich habe keine Pfeile, ich Idiot. Das war jetzt ein bisschen dumm. Ich wusste nicht, dass das Teil sowas macht. Ja, ich weiß, das dauert viel zu lange. Nein, du wirst mich jetzt nicht besiegen. Ist ja schön und gut, das Ganze hier. Aber ich... Das ist ein bisschen blöd gemacht, das Ganze hier mit diesem Feuerdingens. So. Genau, wir haben ja, glaube ich, einen Stammwerfer hier. Und die könnten wir auch dafür nutzen, um jetzt irgendwie die dann zu besiegen. Also wir haben jetzt nur noch die Kontrolle unten, okay. Das ist ein Problem, dass der Tipp jetzt da oben ist. Das Problem. Nein, du sollst mich nicht selber. Soll mir bitte, du Typ. Ach komm, das ist dann jetzt nicht direkt das problematisch. Komm jetzt wieder her, du Idiot. Und der viel Leben. Es fehlen jetzt nur noch die da unten. Oder ist noch irgendwo ein anderer Typ. Es fehlen jetzt eigentlich nur noch die da unten. Und die machen eigentlich jetzt kein großes Problem mehr, oder daraus, oder? Also wir haben nur noch die da unten. Haben wir Pfeile? Nee. Yes! Wir hätten auch schon besiegt. So, jetzt haben wir weiter Waffen. Wo ist jetzt die weitesten beiden? Da sind die letzten beiden. Das letzten Typen. Das aus? Nee, das ist zu weit. Das ist immer noch zu weit. Weiß nicht. Muss das immer passieren? Ich dachte, ich hätte es mir endlich mal.
dachte, ich hätte jetzt mal, aber nein, die Typen verfolgen mich wieder. Das ist doch echt zum Kotzen. Dieser Schrein ist echt mega schwer. Das ist echt ein Schrein. Aber ich hieß zum Essen. Nee, das ist alles, was man nicht auffüllen würde. Das ist aber auch schwer. Ja gut, jetzt haben wir die Lanze. Ja, wie soll ich die besiegen? Wir kommen jetzt eben rauf, aber ich habe eine Lanze. Damit habe ich eine Chance. Gegen Typen. Komm jetzt bitte. Mann! Yes, komm, das schaffen wir jetzt noch irgendwie. Es ist noch ein Typ, es ist noch ein verdammter Typ, der besiegt werden muss. Komm, das schaffen wir noch irgendwie. Komm, besieg ihn. Komm. Komm, das schaffen wir gemeinsam. Yes! Yes! Obwohl, das hat jetzt lang gedauert. Okay, das hat jetzt lang gedauert, aber es musste so sein. Tut mir leid, dass es lang gedauert hat, aber ich musste diesen Schrein einfach schaffen. War nicht einfach. War nicht einfach. Das war nicht einfach, würde ich mal sagen. Aber wir haben es geschafft. Hat zwar jetzt ewig lang gedauert, aber wir haben es geschafft. Wo war jetzt der Ausgang? Ah, doch. Jo, also der Schrein, richtig gut. Man muss eben nach vorne kommen, dass die Sachen schießen, aber dann haben wir es auch geschafft. Die Gamma-Elite-Lanze. Ja. Etwas werfen wir dafür weg. Den Kochfächer. Würde ich sagen, dass wir den Part beenden. Aber ja, ich wusste eben jetzt nicht, dass der Schrein so lange dauern würde. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen im Spielen verloren, muss man sagen. Aber echt guter Schrein. Mit vielen neuen Ideen, muss man sagen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es sowas werden würde. Und ja, ich habe es geschafft. War zwar nicht einfach, das zu schaffen, aber wir haben es geschafft. Weiß nicht, was kann ich beim nächsten Part noch machen? So, und das war es auch wirklich jetzt mit Part 138 von Let's Play Dir. Let's play Tears of the Kingdom, dann können wir es tun. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.